Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Ich habe ja in letzter Zeit einige Radierer gemacht. Zum Beispiel in diesem EOS hier ist so ein Radiergummi drin, ist schon ein bisschen dreckig mittlerweile, weil ich das immer benutzt habe. Und heute möchte ich noch ein Radiergummi machen, allerdings nicht in einem EOS drin, sondern das soll einfach aussehen wie ein EOS. Dafür habe ich hier diese grüne Radiermasse. Die ist aus dem Set Lustige Radierer zum Selbermachen. Das Set habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Das kann man zum Beispiel bei Amazon kaufen und da sind verschiedene Knetmassen drin und aus denen kann man dann so verschiedene süße kleine Radierer selber machen. Und da habe ich jetzt hier grünes und natürlich wird mein Radiergummi nicht so groß wie dieser hier, wie die Lippenpflege, sondern in ganz klein. Und damit ich dann da auch die Schrift zum Beispiel reinmachen kann und hier diese Linie reinritzen kann, dafür habe ich noch so ein kleines Werkzeug. Das war auch mit im Set enthalten. Den stelle ich mir erstmal hier hin, damit ich den als Vorlage habe und dann fange ich an, mein Radiergummi hier zu kneten. Am Anfang ist das immer ein bisschen brüchig, aber wenn man das dann einige Minuten durchgeknetet hat, dann ist das richtig schön so wie Knete. So, das ist jetzt schon richtig schön weich und als erstes forme ich mal eine Kugel. Eine ganz runde Kugel ist das ja nicht, deswegen mache ich das ein bisschen an den Seiten etwas platter, damit es dann eben aussieht wie so ein Ei. Dann stelle ich das jetzt mal auf den Tisch, damit das unten auch so eine kleine Fläche bekommt. Ja, jetzt fehlt noch hier an der Seite diese kleine Einkerbung. Ja, doch. Ich glaube, man kann erahnen, was das ist. Jetzt mache ich hier in der Mitte noch diese Linie, die hier ist. Und jetzt fehlt hier oben noch die Schrift. Dafür nehme ich mir jetzt nochmal einen Zahnstocher zu Hilfe. Der ist einfach noch ein bisschen spitzer als die anderen Hilfsmittel, die hier so dabei waren. Ich habe jetzt hier an der Seite das noch so ein bisschen stärker eingeritzt mit dem Zahnstocher und hier unten drunter fehlt jetzt auch noch EOS. Um hier genau so einen Kreis hinzukriegen, habe ich jetzt einfach so einen etwas größeren Strohhalm hier genommen und stempel hier so einen Kreis drunter. Und da rein schreibe ich jetzt wieder mit meinem Zahnstocher EOS.
So, und der muss jetzt in Wasser und dann in die Mikrowelle ungefähr 10 Minuten, also komplett mit Wasser bedeckt, dann bei 700 Watt, eben 10 Minuten, wie ich gerade schon gesagt habe, danach das Wasser abkühlen lassen. Und wenn das Wasser abgekühlt ist, dann ist dieses Radiergummi fertig. Ich habe jetzt mein Radiergummi in Wasser 10 Minuten lang erhitzt und dann das Wasser abkühlen lassen. Und jetzt ist mein Radierer fertig. Hier seht ihr meinen kleinen EOS-Radierer. Ich finde den zum Verwechseln ähnlich hier. Natürlich sieht der noch ein bisschen perfekter aus und ein bisschen glatter. Aber ich glaube, man kann erkennen, was das ist. Und ich finde den jetzt wirklich sehr, sehr schön und sehr niedlich. Und freue mich, dass ich jetzt so ein neues Radiergummi habe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch der gefällt. Ob ihr euch auch so einen nachmachen würdet. In welcher Farbe ihr euch den nachmachen würdet. Ob ihr euch den vielleicht sogar nachmacht. Und wenn ihr den nachmacht, dann schickt mir doch auf Instagram, Facebook oder Twitter ein Foto. Da würde ich mich total drüber freuen. Ja, und dann war es das auch schon für heute. Natürlich testen wir jetzt auch noch kurz mein Radiergummi. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ja, das funktioniert. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!